Hallo zusammen, willkommen zu meiner neuesten Spielevorstellung. Heute stelle ich euch Castle Story vor. Ja, Castle Story kann man am kürzesten beschreiben als eine Mischung aus Minecraft und Stronghold und dazu ganz viel Knuffigkeit. Castle Story ist mittlerweile in der Early Access Phase auf Steam erhältlich, da ich damals schon überhaupt vor dem Release des Prototypen eine Spende abgegeben habe, hatte ich damals schon Zugriff auf den Prototypen und muss ehrlich sagen, dass sich in dem Spiel seitdem ziemlich viel getan hat, jetzt zum Early Access hin. Aber blicken wir mal hinein. Starten ein neues Spiel. Wir haben Sandbox und Survival Modus. Im Sandbox haben wir nur die Prototypinsel und im Survival haben wir einmal normal und schweren Schwierigkeitsgrad und irgendeine weitere Survival Map, die keine Ahnung was genau macht. Das habe ich noch nicht richtig ausprobiert. Ich habe mich das meiste mit der Sandbox eigentlich immer befasst, weil das Survival erst mit der Early Access gekommen ist. Ja, normalerweise kann man im Word-Editor eigene Inseln kreieren, aber der ist leider zurzeit disabled wegen Lade- und Speicherfunktion, steht hier. Deswegen müssen wir uns im Sandbox-Modus mit der Prototypinsel zufrieden geben. Also starten wir mal rein. Loading. Ja, Sandbox-Modus ist klar, hier kann man sich frei bewegen. Und da geht es schon los mit dem eigentlichen Spiel. Mal kurz ein bisschen die Kamera verschieben. Jupp. Falsche Taste. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mehr auf die Zoom-Taste da unten komme, aufs X. Okay, das hier ist jetzt die Spielwelt. Wie man sehen kann, sie besteht aus fliegenden Inseln, die nicht miteinander verbunden sind, aber die man auch auf irgendeinem Wege halt erreichen kann. Und hier haben wir unsere sogenannten Bricktrons, also Klötzchenmännchen. An die kann ich mal näher ranzoomen. Da. Das sind unsere Bricktrons, die wir einzeln so befehligen können und wohin schicken können. Und das hier ist der Rufkristall, den ich später noch erklären werde. Erst einmal suchen wir uns einen geeigneten Bauplatz für unser Schloss. Eigentlich wären solche schöne breiten Flächen schön, aber da müssten wir erst drüber kommen. Und das will ich jetzt in der Spielevorstellung nicht unbedingt machen. Deswegen nehmen wir uns einfach mal dieses größere Gelände hier und schicken die Bricktrons los. Na, manchmal reagieren sie noch nicht so wirklich auf Befehle. Aber das gibt sich im Laufe des Spiels, im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch, wenn die ganzen Bugs gefixt werden und der weitere Content hinzugefügt wird. So. Also, das erste, was wir machen müssen, ist den Bricktrons Aufgaben zuweisen. Dazu halten wir einfach die rechte Maustaste gedrückt und kriegen das Task-Auswahl, also das Aufgabenringmenü. Das erste, was wir machen wollen, sind die Bäume hier loswerden, da die Platz wegnehmen. So. Deswegen stellen wir hier schon mal einen Holzfäller-Task auf. Sieht man schön im Kreis. Innerhalb dieses Kreises werden Bäume gefällt. Aber das will ich nicht so. Ich will den Dinger, den Radius kleiner haben. So, und zwar nur, dass diese Bäume hier wegkommen. Dann wähle ich zwei Bricktrons aus und klicke auf das Symbol für den Holzfäller und schon fangen sie an, Bäume zu hacken. Als nächstes brauchen wir Stockpiles, deswegen nehmen wir den Schreinerberuf und kriegen auch gleich schon das Stockpile ausgewählt, also das Lager, und können davon ein paar platzieren. Machen wir mal 10 Stück hier abseits hin. Die können wir auch jederzeit wieder löschen, indem wir nochmal auf sie draufklicken. So. Platzierungsding abbrechen und schicken einen Bricktron los, der soll jetzt hier die Dinger bauen. Als nächstes brauchen wir Steine und Kristalle, und zwar sieht man hier schon, es gibt blaue und orangene Kristalle. Für was beide sind, erkläre ich gleich.
Als erstes wollen wir einen neuen Task machen, und zwar das Tunneling. So, jetzt können wir den Tunneleingang bestimmen. Hier. Können dann den Tunnel editieren. Einfach mal in die Länge ziehen. So ein paar Mal. Dann breiter machen in die Richtung. Und wir können natürlich noch andere Sachen hinzufügen. Redo, Undo. Was ist der Unterschied? Okay, wir können Bricktrons hinzusetzen. Wir können den Modus verändern. In Stufen. So können wir auch runterbuddeln. So. Machen wir das mal hier ein bisschen. Können den Löschenmodus einfügen, um so den Tunnel noch ein bisschen mehr zu geben. Aber in erster Linie so, sollte das mal reichen. Können auch in die Breite hier gehen ein bisschen. Und dann brauchen wir die beiden arbeitslosen Bricktrons und schicken die schon mal zum Minern los. So. Was wir jetzt als nächstes brauchen, wählen dazu den Task, den Schreiner-Task wieder und sagen, wir brauchen Barrels. Bei den Barrels werden Kristalle gelagert. Jedenfalls die Orangen sollten da drin gelagert werden. Bauen wir mal 6 Barrels hin und heben ansonsten den Befehl wieder auf. So. Ach ja. Und ja, man sieht schon, die Physik ist sehr gut. Die beiden Bäumchen fallen gerade ins Nichts. Und es fällt auch noch mehr Zeug ins Nichts. Da bröckelt nämlich was von der Insel ab. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, eigentlich nicht. Hier sieht man, kann man ziemlich gut sehen, wie der Tunnel gerade geplant ist. Also die Minenbereich. Und wie viel davon schon abgetragen wurde. Die können sich jetzt in Ruhe da durchtunneln. So, währenddessen können wir ja schon mal die erste Infrastruktur planen. Dazu geben wir den Place Block Task und wählen erst einmal halbe Blöcke aus, die kleinen. Und platzieren 2 in einem Abstand von 2. So, warum wir das machen, erkläre ich euch später. Jetzt brauchen wir normale Bricks, die haben 2 Felder. So. Und bauen von hier aus dann. Muss ich mal kurz gucken, ist der Baum hier nicht mehr im Einzugsbereich? Ja. Dann können wir das Ding mal ein bisschen verschieben. So. Und er fängt schon an zu fällen. So, jetzt gehen wir wieder hier rein. Und können hier weiter Blöcke platzieren. Ja, an der Stelle entscheide ich mich mal, einen Turm zu bauen. Mit Shift und Linksklick kann man übrigens die Sachen wieder rückgängig machen und mit Rechtsklick die Blöcke drehen. So, ich entscheide mich mal, hier einen Turm hinzubauen. Hier so an die Kante. Ah, das ist leider nicht ganz richtig, so wie ich das jetzt gemacht habe. Das müssen wir kurz ändern. Da brauchen wir nämlich solche hier wieder. So, das hier alles löschen. Nicht nur halbe Blöcke. So. Brauchen jetzt die richtigen Blöcke. Das sieht irgendwie falsch aus. Kann das sein? Ja, das ist auch falsch. Warum kann ich hier keine Blöcke gerade setzen? Das finde ich jetzt etwas eigenartig. Bitte? Ja, das ist der Vorführeffekt. Da kann ich welche draufsetzen. Da kann ich, hä?
kann hier gerade keine Blöcke setzen. Okay. Ja, man merkt, das Spiel ist noch ein bisschen verbuggt. Ihr beiden könnt schon mal hier anfangen. Dann kann ich nämlich diesen Task hier mal, den Baumfell-Task, aufheben. Und jetzt nochmal versuchen mit den Blöcken. Irgendwie finde ich das gerade seltsam. Theoretisch müsste ich hier einen Block setzen können. Ja, kann ich auch. Okay. Dann habe ich mich nur wegen der Farbe hier etwas getäuscht. Also, dann wollen wir nochmal hier... Hier einen Block setzen. Nein, der war falsch. Und hier einen Block setzen. Und das Ganze hier richtig mal hinmachen. So. Nein, falsch. So. Und so. Ich glaube, das will ich ganz richtig. Ja, das ist alles Try and Error in dem Spiel noch. Okay, dann entscheide ich mich halt für einen Turm hier oben. Hopp. Hier und hier. Und hier und hier. Die beiden weg. Weil jetzt brauche ich hier Blöcke, solche. Kann hier und hier welche platzieren. Das müsste so einigermaßen stimmen. So. Ja, so ungefähr. Hier jetzt hier um die Ecke ein bisschen planen. Den weg. So. Haben wir schon mal den Grundstein gelegt für unsere Burg. So, dann wollen wir doch mal gucken. Erst einmal will ich euch jetzt den Kristall vorführen, wenn ich das kann. Ja, genau. Und zwar, wenn unsere Bricktrons blaue Kristalle aus dem Berg holen, bringen sie sie hier zum blauen Kristall. Und beim blauen Kristall kann man sich ansehen, wie viel Prozent man schon für den nächsten Spawn hat. Und sobald man eben 100% hat, kann man sich aussuchen, was für einen Bricktron man mit den 100% rufen will. Also entweder ein Archer, ein Warrior, die man beide eigentlich hauptsächlich für den Survival-Modus braucht, oder einen einfachen Arbeiter, den wir jetzt hier im Sandbox-Modus gut gebrauchen könnten. So, aber planen wir mal das Gebäude weiter. So, jetzt können wir gleich schon mal die zweite Schicht Steine draufsetzen. So, dass das Ganze ein schönes Ziegelmuster kriegt. So, und auch in den Turm hier rein. Das war falsch. So war das nämlich richtig so. Genau. So haben wir schon mal die zweite Etage für die Mauer gelegt. Und können jetzt mal gucken, was wir so in den Fässern drin haben. Okay, wir haben schon mal Erz, also gelbe Kristalle gesammelt. Damit können wir jetzt Fackeln bauen.
Mal ein bisschen drehen. Näher ranzoomen. Können wir hier und hier eine Fackel platzieren. Und hier vor den Stockpile, damit er auch schön beleuchtet ist, oder rund um die Stockpiles, platzieren wir hier ein paar Fackelleuchten. So. Genau. Hier sieht man schon schön die gelben Dinger leuchten. Und unser Schreiner macht sich immer an die Arbeit daran, neue aufzubauen. Die haben auch einen Preis. Mal kurz gucken, steht es da? Für Licht und Dekoration benutzt, aber nicht, wie viel sie kosten. Schade. Nein, die will ich nicht. Die lösche ich wieder. So. Bauvorhaben abbrechen. Gucken wir mal lieber. 37% für den Spawn. Naja, das dauert eine Weile, bis wir genügend blaue Kristalle zusammenkriegen. Solange müssen halt die 5 alleine klarkommen im Augenblick. Zur Not machen wir einfach irgendwo eine Mining Area und hoffen, dass wir dort noch mehr von den grünen, von den blauen Steinen finden. So, nächste Planungsphase in unserer Burg, die langsam Form annimmt. Wir brauchen eine Treppe, weil Brickthorns können nur 2 Etagen hoch bauen, also 2 Blöcke hoch, danach ist Sense. Die Mauern hochklettern können sie nicht. Deswegen brauchen wir jetzt Treppen. Okay. Platzieren wir gleich mal eine kleine Treppe. Einfach hier so. Über die Treppe kommen sie ganz leicht nach oben. Und können dann die 3. Etage bauen. Die wir jetzt auch gleich mal machen können. Und zwar erst einmal brauchen wir hier über den Türen Torbögenteile. Und zwar hier und hier. Deswegen habe ich auch unten mit den Einserblöcken angefangen. So. Kann ich dich nicht einfach mal verschieben? Ja, kann ich, aber jetzt habe ich aus Versehen einen Block platziert. Das wollte ich nicht. So. Und jetzt kann ich meinem Schreiner sagen, er soll mir doch bitte Türen bauen. Und zwar hier eine. Hier eine. Und, ja, sie ist noch ausgewählt. Hier eine Tür. Hoffentlich habe ich sie jetzt richtig rumgesetzt und er macht sich schon an die Arbeit. Sehr schön. Ja, unser kleines Bauvorhaben steigt immer weiter, während ich mal gucke, wie weit der nächste Spawn ist. Wir haben wirklich wenig blaue Kristalle da drin, kann das sein? Okay, die erste Tür wurde gebaut und ich habe sie genau falsch reingesetzt, was blöd ist. Okay, der macht sich es einfach, der klettert einfach hier über die Mauer drüber. Das ist ihm einfacher als durchzulaufen. Und ja, zum Ressourcenmanagement habe ich ja noch gar nicht alles erzählt. Und zwar sieht man hier einmal fertige Blöcke, Holz, die Baumstämme aus Holz. Und diese Kisten mit dem Kies drin. Und ja, jetzt hat man es gerade gesehen. Immer wenn so eine Kieskiste voll ist, werden 4 Blöcke aus ihr. Die halt zum Bauen genutzt werden. Ja, leider passiert sonst nicht sonderlich viel. Das Spiel ist halt ziemlich gemächlich. Oh, wir haben endlich mal wieder blaue Kristalle. Ready to spawn a new character. Schön.
da sieht man auch das Aufleuchten eines Geistes, der da rumtanzt. Also kann ich hier einen neuen Worker erschaffen. Und der ist dann schon da. Und den kann ich dann direkt hier unten, indem ich ihn auswähle und hier unten draufklicke, dem Befehlsgebiet zuweisen. Also jetzt zum Beispiel das vom Mining, vom Tunneling-Bezirk. Weil man sieht schon, wir kommen nicht mit den Bricks nach, also mit den Blöcken zum Bauen. So, geben wir gleich noch das nächste Stockwerk in Auftrag. Blöcke platzieren. Die Doppelblöcke wählen. So. Können das noch hinbauen. Ja, in dem Spiel kann man wirklich viele verschiedene Strukturen eigentlich auch bauen. Ich habe zum Beispiel Bilder gesehen von Leuten, die mit mir zusammen den Prototypen bekommen haben. Die haben sich da Tempel und Pyramiden und riesige Treppentürme gebaut. Also schon ziemlich lustig mit anzusehen und interessant, kreativ zu sein. So. Da sind bereits Blöcke. Das war wieder falsch. So ist das richtig. Zum Glück kann man sich nicht zu sehr verplanen in dem Spiel. So, da sind jetzt alle Blöcke da. Fehlen nur noch hier zwei halbe Blöcke. So. Können wir mal gucken, wie weit er jetzt wieder ist. 31%. Ja gut, das dürfte noch eine Weile dauern. Wir brauchen nämlich wieder einen Holzfäller eigentlich. Ja, ich habe mir schon überlegt, wenn ich das Projekt ein bisschen weiter fortsetze, also dieses Spiel hier, mache ich vielleicht so eine Art Try-and-Error-Tutorial draus oder so ein Kasse-Story-Tagebuch, wo ich alle möglichen Sachen mit euch zusammen ausprobiere oder sie euch zeige, wie ich sie ausprobiere und dabei wahrscheinlich teilweise versage und teilweise vielleicht auch Erfolg habe. Zum Beispiel Brücken bauen zu anderen Inseln oder mit dem Katapult rumspielen. Kann man nämlich hier auch unter dem Schreinerberuf ein Katapult bauen. Was sehr, sehr nice ist. Zu benutzen jedenfalls. Leitern können auch gebaut werden. Damit Bricktorns halt die Mauer hochklettern können, aber leider nicht mit Bricks auf den Schultern. Das wäre dann zu unfair sonst. So, Beleuchtung ist da. Wir können noch ein bisschen der Beleuchtung hinzufügen eigentlich. Die Türen haben wir ja leider verkehrt dabei gebaut. Naja, wie dem auch sei, das soll es jetzt mal gewesen sein von meiner kleinen Spielevorstellung für Castle Story. Ich werde ja in der näheren Zukunft sehen, ob ich dazu ein kleines Projekt anfange, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, und ob ihr mir dabei beim Experimentieren zugucken wollt, das überlasse ich euch. Also dann viel Spaß noch bei meinen anderen Videos und bis dann.